Frühling ist, liebe Zuschauer. Endlich, endlich, endlich. Ah, oh, so schön. Waren Sie auch schon draußen? Gerade jetzt so letztes Wochenende und der Feiertag. Oh, es war ja ein Traumwetter. Bei Ihnen hoffentlich auch. Man will einfach draußen sein. Man will die frische Luft genießen, die Sonne spüren auf der Haut und natürlich auch die Kiddies. In der Theorie zumindest. Weil in der Praxis, ich kenne das ja von eigenen Patenkindern und aus der Verwandtschaft, die wollen ja eigentlich gar nicht mehr. Die sagen ja dann immer, wenn es heißt, komm, jetzt gehen wir aber mal raus, jetzt gehen wir mal spazieren, immer so, ah, ich muss hier noch was ganz Wichtiges am Handy erledigen, ein ganz wichtiges Spiel, den Level muss ich noch abschließen, geht schon mal ohne mich, ich komme danach, ist klar. Also, Sie kennen das wahrscheinlich auch. So, und da haben wir ein probates Mittel für Sie, wie wir das ändern können. Und zwar schlagartig und vor allen Dingen 180 Grad, da werden nämlich künftig die Kleinen sagen, wann gehen wir denn endlich wieder raus? Und das heißt Elektrofahrzeug. Da stellen wir Ihnen heute unsere schönsten vor. Ich stehe hier schon mittendrin. Wir haben drei von unseren tollsten Motorrädern, zwei von unseren rasantesten Sportautos hier, bitteschön. Also für jeden was dabei. Und für die Vivian ist auch was mit dabei, wie wir sehen. Die hat sich gleich ihren Liebling ausgesucht. Aber zu dem Vivi kommen wir ein bisschen später. Wir fangen hier mit dem hier an. Wir gehen mit unserem rüber. Ersten Motorrad. So sieht es aus, liebe Zuschauer. Und Lutz hat natürlich komplett recht. Was so 3- bis 4- oder 5-Jährige halt so machen, liebe Zuschauer, E-Mails verfassen am Smartphone und dann muss man dann auch mal raus und die Freizeit genießen. Und wie macht man das? Mit so einem Kindermotorrad. Schauen Sie sich das mal an. Ist das nicht ein Kindertraum, der hier in Erfüllung geht? Hand aufs Herz, hallo. Sie haben doch früher auch davon geträumt, oder? Ich meine, bei mir ist das ja noch nicht so lange her, dass ich mal klein und süß war, liebe Zuschauer. Aber selbst ich hatte diesen riesen... Entschuldigung. So. Ja. Du warst bestimmt klein und süß. Natürlich. Ich war klein und süß, liebe Zuschauer. War ich mal. Aber ich war kein, na, klein war ich, süß nicht. So, und auf jeden okay, Fall, jetzt sind wir uns einig, danke schön. Jetzt sind wir uns einig. Klein war ich mal, süß. Ja, auf jeden Fall war das ein riesen, riesen Kinderwunsch, mal so ein eigenes Motorrad oder ein eigenes Kinderfahrzeug zu haben. So cool zu sein wie Oma und Opa und Mama und Papa und damit losziehen zu können und losfahren zu können. War aber damals finanziell einfach nicht machbar und nicht möglich. Denn liebe Zuschauer, 94,91 Euro, das ist ein Preis für Sie. Pearl TV wurde nicht umsonst zum Preis-Leistungs-Champion gekürt. Zu meiner Zeit hat sowas damals mindestens 500, 600 Mark gekostet. Und da hat die Mama natürlich gesagt, liebe Vivian, das ist ein bisschen viel. Trotzdem hatte ich diesen riesengroßen Traum und den können Sie jetzt Ihren Kindern erfüllen. Und wie das Ganze aussieht in Aktion, zeige ich Ihnen mal gerne, denn ich schalte unser Kindermotorrad jetzt einfach mal an und das Erste, was wir hören, sind natürlich richtig rasante Motorengeräusche. Ich mache es nochmal kurz. So, Lautstärkeregler ist selbstverständlich auch da. Das geht schon ab, oh, liebe Zuschauer. So, und dann setzt man sich natürlich hier drauf. Kindermotorrad. Ist jetzt aber kein Zweirad, liebe Zuschauer, sondern hinten natürlich mit zwei Stützrädern gemacht, sodass hier natürlich der optimale Halt gewährleistet ist und dass den Kindern natürlich auch nichts passieren kann. So. Harry, fahr das schon mal vor. Ich fahr rückwärts. Moment. Ja, und ich rückwärts fahr vor. Geht übrigens auch bei der Gelegenheit, genau. Mhm. So, Moment. So, ja. Achtung, ja, heute Sie sehen, gefrühstückt. Kann Sie das sehen, sein? Wir sind rasant unterwegs, liebe Zuschauer, mit 3 bis 4 km/h. Natürlich aus gutem Grund. Wir wollen, dass die Kinder hier sicher fahren. Hier sehen Sie einmal natürlich das Gaspedal, was sich jetzt nicht hier am Lenkrad befindet, weil man da mal aus Versehen abrutschen könnte, sondern dass hier gezielt vom Kind quasi der Fuß aufgesetzt wird und sich dann das Kindermotorrad entweder nach vorne oder nach hinten bewegt. Können Sie dann hier einmal über die Go-Head und Back-Taste einstellen, ob vorwärts oder rückwärts fahren. Dann sehen wir hier diese richtig coolen verchromten Felgen, liebe Zuschauer. Richtig schönes Design, ganz toll gemacht, natürlich auch mit LEDs, um das Ganze sehr realistisch zu gestalten, damit die Kinder das Gefühl haben, so cool zu sein wie Omi und Opa. Und Lutz, was ich auch cool finde, ist, dass bei unseren Kindermotorrädern natürlich an das Entertainment-Paket gedacht wurde, denn sie finden selbstverständlich eine Auswahl verschiedener Lieder direkt vorprogrammiert in ihrem Kindermotorrad im großen Entertainment-Paket. Und da kann ich dann jetzt, liebe Zuschauer, entweder mal ganz romantisch mitlippen. Oder aber, wenn Ihnen das ein bisschen zu langweilig ist, Moment,
Wir haben auch ein bisschen was zum Party machen dabei und natürlich auch einen Lautstärkeregler, damit man das Ganze auch wieder leise stellen kann, wenn man möchte. Denn wir sollen ja hier Spaß haben und nicht nur die Kleinen, sondern die gesamte Familie. Sie sollen stolz auf die Kleinen sein. Wenn die mal damit rumfahren, wenn die Spaß haben, wenn die hier mit einer Lederjacke drauf sitzen und vielleicht noch mit einer coolen Sonnenbrille und dann ganz einfach stolz wie Bolle sind, dass Oma und Opa, Mama, Papa, Tante, Onkel ihnen sowas Fantastisches geschenkt haben. Denn das sind Fotos und das sind Erinnerungen, die hier entstehen, liebe Zuschauer, die die Kinder ein Leben lang nicht vergessen werden. Und deshalb haben wir hier natürlich alles, was man braucht am Kindermotorrad. Und auch im hinteren Teil befindet sich alles, liebe Zuschauer, was das Herz begehrt. Denn hier in diesem kleinen Koffer, den wir haben, oder Kofferraum, wie nennt man das, Gepäck? Box? Für Gepäck hinten, so. Genau. Hier kann dann entweder natürlich mal ein kleiner Supermarkteinkauf rein oder aber Sie sagen, Mensch, hier kommen Getränkeflaschen, ein paar Butterbrote zum Beispiel fürs Picknick mit dazu. Sie sehen, kann alles richtig, wieder schön verschlossen werden und so sind Sie optimal unterwegs. Eine schöne breite Sitzfläche, die wir haben und vor allem sehr schöne breite Reifen, um natürlich einen optimalen Griff auf der Straße zu garantieren. Du musst erstmal lauter stellen. Der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Ich finde das genial. Und vor allen Dingen natürlich auch, das ist ja ein super Geschenk. Vivian hat es ja schon gesagt. Stellen Sie sich mal vor, Sie als Mama, Papa, Tante, Onkel, Opa, Oma, wer auch immer, verschenken sowas. Das Kind wird das nie im Leben vergessen. Sie werden der coolste Papa oder Opa, Onkel und so weiter sein. Da bin ich ganz fest von überzeugt, weil seien wir doch mal ehrlich, wir alle haben davon als Kinder geträumt, sowas fahren zu dürfen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, für 94,91 Euro diesen Wunsch erfüllen zu können. Das ist doch wirklich mal ein Preis, wo man sagt, also dafür so viel Spaß zu verschenken, das ist es doch wert. Mit der NX1310 und der 569, NX1310 und die 569 jetzt für 94,91 Euro zu haben. Unser erstes Modell, unser Kindermotorrad und was ich da auch noch mal erwähnen wollte, es ist ja jetzt so, wir haben es ungesehen mit dem Fußpedal. Eine Bremse gibt es deswegen nicht, weil sobald der Fuß vom Pedal genommen wird, sehe ich das richtig, Vivian, dann stoppt das, dann bremst das Fahrzeug ab. Ja, absolut, absolut, liebe Zuschauer. Und das ist wirklich dann super schnell auch wieder zum Stillstand gebracht. Sicherheit steht natürlich hier an allererster Stelle. Sie sehen deshalb auch immer die Stützräder und Co. So, und damit kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten, weil das liegt jetzt vor allen Dingen daran, kennen Sie Tron? Ein super Film. Der hat Kultcharakter. Wurde ja auch mal, ja, ich weiß nicht, neu verfilmt, Remake oder Fortsetzung, alles zusammen. Und da gab es genau diese Motorräder. Und die gibt es jetzt wirklich. Man kann da drauf fahren. Schauen Sie sich das mal an. Hier mit diesen, ja, Reifen kann man es ja kaum mehr nennen. Hier, da ist gar nichts mehr drin. Kann man einfach durchgreifen. Schauen Sie sich das mal an. Genau wie im Tron. Ist es nicht super? Es ist der Wahnsinn, liebe Zuschauer. Darauf hat die Welt gewartet. Hammer. Ein futuristisches Kindermotorrad, das wirklich nicht nur die Kinderherzen deutlich höher schlagen lässt. Sie sehen diese LED-Leiste, diesen Felgenring, den wir hier haben, wo nicht mal eine Felge ist, denn hier befindet sich ein Hohlraum, liebe Zuschauer. Das ist einfach futuristisches Design pur. Ein wunderschönes Kinder-Elektromotorrad, das Sie hier bekommen zu einem Spitzenpreis. Und hier wurde jetzt auch wieder wirklich mit bester Technik für Sie gearbeitet. Übrigens auch brandneu bei uns im Programm. Gibt es noch nicht so lange, denn wir haben jetzt hier zwei Motoren, die quasi arbeiten. Sowohl vorne als auch hinten, liebe Zuschauer, haben wir diese Unterstützung, dass unsere Kinder so 3 bis 4, maximal 5 km/h schnell werden können. Dann auch hier wieder das große Entertainment-Paket für Sie mit an Bord. Jetzt nicht nur mit bereits vorinstallierten Liedern, die Sie auswählen können, sondern zum Beispiel mit der Möglichkeit, über eine SD-Karte oder auch über einen USB-Steckplatz jetzt Ihre Lieblings-Playlist direkt über das futuristische Elektro-Kindermotorrad abspielen zu lassen. Wunderschön gemacht, auch vorne im Teil das LED-Licht, das wir haben, um natürlich auch bei der Dunkelheit super fahren zu können und natürlich auch maximale Sicherheit gewährleisten. Das Ganze wieder auf 2 Stützrädern, liebe Zuschauer, dass natürlich auch die Kleinen ganz sicher und komfortabel unterwegs sind und dass hier natürlich keinerlei Gefahren entstehen. Das ist ein Traum, liebe Zuschauer. Das ist wirklich was, da kann man ganz, ganz stolz sein, wenn man sowas mal verschenkt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Lutz, ich weiß, dass du ja auch ein Riesenfan von diesem Modell bist. Ja, also wie gesagt, das ist einfach so ein Design-Highlight, wie ich finde. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Weil in diesem Film kamen natürlich diese ganzen beweglichen Teile aus dem Computer.
da gab es die nicht in echt. Und die wurden speziell für diesen Film designt, dass sowas überhaupt tatsächlich möglich ist. Mit diesen narbenlosen Reifen hier. Das ist einfach eine Wucht. Also das ist wirklich, also sowas, das sucht seinesgleichen. So wie auch der Preis natürlich hier. 132,91 €. Das ist unser PoltTV-Sonderpreis, allerdings nur für die nächsten 2 Stunden. Falls Sie neu zugeschaltet haben sein sollten, kurzer Hinweis, so sind die Spielregeln hier bei PoltTV. Wir haben wirklich immer super Sonderpreise, die es nur hier, nur bei uns bei PoltTV gibt. Aber weil wir 16.000 Produkte im Portfolio haben, sogar mehr, müssen wir einfach sagen, okay, jedes Produkt kommt mal an die Reihe. Jetzt zum Beispiel unser Motorrad, dann aber eben halt nur für die nächsten 2 Stunden. Danach wäre wieder der reguläre Katalogpreis fällig, aber warum mehr bezahlen, als man muss? Deswegen jetzt anrufen, 0180 51 51, dreimal die 2, oder online bestellen unter www.pearl.tv. Im Internet finden Sie übrigens auch immer noch alle Produkte der laufenden Sendung, können Sie noch mal nachlesen, aber natürlich auch gleich sofort bestellen. So, das war die NX9333 und die 569, unser futuristisches Elektro-Kindermotorrad. NX9333 und die 569. Ich weiß, jeder, der der diesen Tron-Film so liebt wie ich, wird meine Begeisterung wahrscheinlich verstehen kann. Denn das ist einfach eine Sensation, wie ich finde, vom Design her, vom Highlight her. Es ist einfach ein Kracher und das verschenkt man dann natürlich auch gerne, wenn man genau weiß, ja, ja, der Nachwuchs oder die Enkel, die sind genauso von diesem Film oder von der Zukunft begeistert wie ich. Jetzt haben wir aber zwischenzeitlich schon gewechselt, liebe Zuschauer, und auch die Vivian hat gewechselt, nämlich zu ihrem persönlichen Favoriten, wie sie mir anvertraut hat. Und Sie haben es ja gesehen, auch schon zu Beginn dieser Sendung. Sie hat sich gleich unser original BMW-lizenziertes Motorrad gekrallt. Moment, Kabel. Und warum eigentlich, Vivian? Weil ich selber auch ein BMW fahre, liebe Zuschauer. Und weil ich super, super cool finde, dieses Kindermotorrad zu fahren. Denn das ist absolute Weltklasse. Liebe Zuschauer, so schnell unterwegs war ich noch nie. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe es. Ich liebe es. K1300S, originaler Nachbau, den wir hier haben, liebe Zuschauer, lizenziert das Ganze. Das ist wirklich ein Kracher. Da muss man zugreifen. Also für alle Opas, Omas, Mamas, Papas, Tanten, Onkel, die sagen, ja, wenn schon, denn schon, muss eine BMW sein. Und dann gleich die K1300S, dann bitte, bitte gehen Sie in die Leitung. Ich kann Ihnen an dieser Stelle nur herzlich gratulieren. Vor allen Dingen, ich sehe ja gerade, da vorne gibt es sogar Original-Zündschlüssel. Das ist ja das Coolste überhaupt. Mit dem BMW-Logo und allem drum und dran. Ah, es ist einfach grandios. Unsere NX7267 und die 569. Original-lizenziertes BMW-Kindermotorrad. NX7267 und die 569. Hier die Bestellnummer. 179,55 € unser PearlTV-Sonderpreis. Damit versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, sowie auch die restlichen Bestellungen dann für diesen Tag, fassen wir dann automatisch für Sie zusammen. Also müssen Sie sich gar nicht drum kümmern. Alles, was Sie dann heute noch bestellen, kommt dann ebenfalls versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. NX7267 und die 569 war die Bestellnummer für dieses tolle Original-BMW-Motorrad. So. Jetzt kommen wir von 2 Rädern, oder eigentlich sind es ja meistens eher 3 bis 4 Räder, auf die echten 4 Räder, nämlich auf die Autos hier zu sprechen. Und auch da schon, allein dieser Sound beim Einschalten, oh, da kribbelt es mir ja schon gleich im Blut. Oh, oh ja, oder ihr Motorräder, liebe Zuschauer, sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Motorräder lieben und sagen, Mensch, das ist für mich das Nonplusultra. Und wenn mein Kind schon so ein fantastisches Gefährt bekommen soll, dann muss es ein Motorrad sein. Aber vielleicht sagen sie auch, nee, also Motorrad kommt gar nicht in Frage. Ich möchte ganz einfach ein kleines Auto haben. Und dann gibt es da natürlich auch die Varianten. Und liebe Zuschauer, beginnen möchten wir mit einem wunderschönen Kinderfahrzeug, einem Kinderelektrofahrzeug, das schon direkt den perfekten Aufdruck enthält. Und das ist Smile. Lächeln, das Leben genießen, in strahlende, wunderschöne, stolze und vor allem freudige Kinderaugen schauen. Das werden sie, wenn ihr Kind hier in diesem wunderschönen Kinderfahrzeug, wollte schon Kindermotorrad sagen, Platz nimmt. Und da
wurde jetzt auch wieder an maximale Sicherheit gedacht. Unsere Kindermotorräder, die werden alle über so einen Fußschalter quasi einmal dazu geleitet, dann vorwärts zu fahren oder rückwärts zu fahren. Und wir haben jeweils diese beiden kleinen Rollen nochmal auf der einen und der anderen Seite, um da natürlich quasi die perfekte Stütze zu haben. Bei den Kinderfahrzeugen kommt jetzt noch ein weiterer Sicherheitsaspekt hinzu. Und das ist eine mitgelieferte Fernbedienung. Und genau das ist der entscheidende Punkt, liebe Zuschauer, warum auch hier bei uns sehr, sehr gerne die Kinderfahrzeuge bestellt werden. Denn wir können hier zum einen als Kind natürlich im Fahrzeug lenken. Das sehen Sie über das Lenkrad, ganz normal, wie man das vom ganz herkömmlichen Auto kennt. Und dann vorwärts, rückwärts fahren, nach links und rechts und Co. Hupen geht selbstverständlich auch. Aber es gibt auch eine Fernbedienung, die mitgeliefert wird. Und diese Fernbedienung, die greift immer vor der Lenkung im Fahrzeug. Das heißt also, Sie haben die Fernbedienung in der Hand. Das Kind sitzt dann jetzt richtig cool und vor allem angeschnallt zum Thema Sicherheit im Kinderfahrzeug. Wenn es jetzt aber links oder rechts lang gehen soll und das Kind möchte nicht da lang fahren oder sagt, oh, um Mama und Opa und Oma jetzt zu ärgern, fahre ich jetzt extra in die andere Richtung, dann können Sie über die mitgelieferte Fernbedienung ganz einfach eingreifen und die Richtung bestimmen. Und dann kann das Kind veranstalten, was es möchte im Kinderfahrzeug. Sie entscheiden, wo es lang geht. Und das ist ganz einfach auch die Sicherheit, die viele Zuschauer und viele Kunden bei uns auch lieben, weil sie dann ganz einfach sagen, ich habe hier quasi die Fernbedienung und damit das Zepter in der Hand. Sie sehen wunderschöne LED-Beleuchtung, die wir hier haben. Einen ganz, ganz tollen Sitzplatz in einem wunderschönen bronzefarbenen Design, liebe Zuschauer. Auch natürlich wieder mit dem Entertainment-Paket ausgestattet, wo man dann natürlich hier eine Hupe hat. Sie sehen direkt diese LED-Streifen, die leuchten, sobald ich dann sage, Oma, Opa, aus dem Weg, Achtung, ich komme mit 3 km/h angerast oder mit 4. Ganz genau, Spiegel können wir ausklappen. Dann natürlich auch hier wieder wunderschöne Musik und einen Lautstärkeregler, liebe Zuschauer. Und mit Liebe zum Detail gemacht, mit den Chromfelgen, die wir hier haben, dann natürlich auch mit der LED-Beleuchtung im vorderen Teil des Kinderfahrzeuges. Das ist einfach was, da kann man richtig stolz drauf sein. Definitiv ein absolutes Schmuckstück und vor allen Dingen mit der Fernbedienung hat man sogar auch ohne Kind Spaß. Nein, war natürlich ein Scherz, liebe einfach Zuschauer. Einfach nur so bestellen, es, ohne Kind. Ja, ich habe das genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke damit gelegentlich dann mal vor den Sendungen rum. Das ist mein ferngesteuertes Auto, wie ich es mag. Also das ist doch, hat was. Aber natürlich, nein, ist natürlich alles jetzt Spaß hier. Gedacht ist die Fernbedienung ganz einfach dafür, dass man, Vivien hat schon gesagt, immer das letzte Wort hat als Erziehungsberechtigter, als Begleitperson, dass man immer noch sagen kann, nein, egal, wenn du nach rechts lenkst, es geht trotzdem nach links oder nach hinten oder Stopp oder was es auch sei. Also da hat wirklich Sicherheit absoluten Vorrang. Bei unserer NX1311 und der 569, das ist Ihre Bestellnummer für unser erstes Elektroauto, NX1311 und die 569, unser Pearl-TV-Sonderpreis, 123,41 €. Sie sehen es gerade auch eingeblendet im blauen Feld. Und da finden Sie übrigens auch immer die Uhrzeit, bis zu der unser Angebot gültig ist. 2 Stunden gilt das jeweils. Nach den 2 Stunden gilt wieder der reguläre Katalogpreis. Sie sehen auch darüber die regulären Preise eingeblendet. Deswegen, wenn Sie sagen, ja, genau das Richtige, sieht ja super stylisch aus. Eigentlich schon auch hier vorne mit dieser Beleuchtung hier im Kühlergrill. Super, wie das cool aussieht, oder? Das ist einfach der Hammer. Dann bitte schnell sein, jetzt anrufen oder online bestellen und die NX1311 und die 569 bestellen. Da muss man einfach zugreifen, liebe Zuschauer, gerade zu diesem Spitzenpreis. Ich muss übrigens sagen, dass ich das Modell, dieses edle Elektro-Kinderfahrzeug, gerade für Mädchen sehr, sehr schön finde. Ich finde mit diesem tollen Champagner-Perlmutton gepaart mit diesem Bronze-Rallye-Streifen, den wir quasi in der Mitte haben, ist das Ganze einfach was super Edles, was ganz Luxuriöses und vor allem natürlich für uns Mädchen genau das Richtige. An dieser Stelle ja, passt wirklich... passt zu deinem güldenen Haar, merke ich gerade. Güldenen Haar, ganz genau. Und das ist blondiert, liebe Zuschauer. Auch güldenes Haar, wie Sie gerade sehen bei der lieben Kathi, die auch richtig viel Spaß hat. Und das ist das Schöne. Jetzt denken Sie sich, warum sitzt die Frau Konker denn mit ihrem dicken Hintern in den Kinderfahrzeugen oder auch auf den Kindermotorrädern? Weil ich nicht reinpasse. Genau, weil du nicht reinpasst. Nein, es geht einfach darum, dass wir Ihnen natürlich auch zeigen möchten, wie stabil diese Kinderfahrzeuge gemacht sind. Man sagt immer so, Alter bis 8 oder 10 Jahre ungefähr, vielleicht auch 12 Jahre. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, ob Junge oder Mädchen und wie schwer
Klammern ist. Und wir möchten Ihnen ganz einfach zeigen, dass diese Kinderfahrzeuge, man sagt, so bis 35 Kilogramm belastbar sind, aber dass selbst ich mit meinen 60 Kilogramm mich da reinsetzen kann und das jedes Mal und dass das Ganze funktioniert. Und Stabilität ist das richtige Stichwort für unser nächstes Kinderfahrzeug, liebe Zuschauer. Denn wenn ich jetzt ein Kind habe oder ein Enkelchen, das ein bisschen robuster ist, ein bisschen kompakter, liebe Zuschauer. Und das jetzt auch mal ein bisschen kompakter mit den Sachen umgeht. Und dann dementsprechend, also Sie wissen ganz genau, was ich meine. Es gibt die kleinen Engelchen, liebe Zuschauer, und es gibt die, die immer alles ein bisschen ausprobieren müssen und halt auch ein bisschen robuster mit den Sachen umgehen. Dann ist das Kinderfahrzeug genau das Richtige. Warum? Weil wir hier zum einen jetzt einen XXL-Sportsitz haben. Mhm, mit Anschnallgurt, liebe Zuschauer. Der ist noch richtig schön breit gemacht, da hat man ganz viel Platz. Natürlich auch für Mädchen oder für Jungs gleichermaßen geeignet. Aber da kann man auch mitwachsen mit diesem Kinderfahrzeug. Und dann ist hier wirklich alles auf ein heißes Rennen konzipiert und ausgelegt worden. Und deshalb würde ich sagen, ich trage Ihnen einfach mal das Elektro-Kinderfahrzeug nach vorne. So. Ja gut. Unsere Sportskanone. Sie trainiert dann gleich ein bisschen hier genau. In der Sendung. Setzen Sie Ihr Kind rein, liebe Zuschauer. Nein, Spaß. Auf jeden Fall... ist das wirklich fantastisch gemacht. Sie sehen es direkt. Wunderschön in diesem schwarzen Design mit diesen Aufklebern, die wir haben. Hot Racer. Das ist ein sportliches Design. Das ist ein Sportwagen der Extraklasse, den Sie hier bekommen. Und natürlich wieder, Sie haben sich wahrscheinlich schon gefragt, gerade bei den Kindern, die dann halt, wie gesagt, auch mal so ein bisschen robuster sind, die dann auch mal gerne einen anderen Weg lang fahren, ist natürlich die Fernbedienung hier auch direkt wieder mit dabei. Und das Prinzip ist wieder das gleiche wie bei unserem ersten Kinderfahrzeug. Dass Sie hier natürlich immer das Zepter in der Hand haben, sobald Sie die Fernbedienung betätigen. Ach, das heißt, Zepter nennt sich das. Ah. Das Zepter, genau. Das ist das Zepter fürs Kinder-Elektrofahrzeug. Das heißt, wenn das Kind links lang möchte, Sie sagen aber, nee, rechts, dann kann das Kind so lange nach links lenken, wie es möchte. Das Fahrzeug wird rechts fahren, weil Sie die Fernbedienung und damit das Zepter in der Hand haben. Wunderschön gemacht, wirklich auch hier wieder mit dem Anschnallgurt, den wir haben, mit diesem extra schönen, großen, breiten Sitz natürlich auch. Dementsprechend auch im Innenraum viel mehr Platz, Entertainment-Paket natürlich wieder da, sodass Sie hier natürlich die Hupe betätigen können oder auch die Kinder und natürlich auch musikalische Begleitung bei jeglichen Fahrten haben. Hinten mit einem richtig rasanten und heißen Spoiler gemacht, mit Chromfelgen und natürlich auch mit der passenden LED-Beleuchtung. Ist das jetzt auch ein Kinderfahrzeug, Lutz, was weiter vererbt wird? Ne, das ist dann, da kommt irgendwann ein Cousinchen, dann kommt ein Schwesterchen, ein Brüderchen zum Beispiel. Ja, wenn ich da sage, und das ist ja so, eine einmalige Bestellung, sowas bestellt man einmal, schenkt zur Kinderkommunion, zu einem Kindergeburtstag. Das bleibt A, immer in Erinnerung und B, wird sowas ja auch weiter verschenkt in der Familie. Und da werden sie sagen, Gott sei Dank habe ich bei Pearl bei diesem Spitzen-TV-Sonderpreis zugegriffen und habe jetzt damit nicht nur einem Kind diesen Riesentraum erfüllt, sondern habe wirklich dann auch den nachkommenden Generationen in der Familie einen Riesengefallen getan. Ja, und nochmal, liebe Zuschauer, ich glaube, wir alle können das nachvollziehen. Jeder wollte doch als Kind sowas haben. Ich schließe mich da Vivian total an. Auch bei mir haben meine Eltern gesagt, also viel zu teuer, weil das war damals noch wirklich Hunderte von Mark und das ging halt einfach nicht. Das ist völlig klar. Aber seien wir doch mal ehrlich, bei 180,41 € bewegen wir uns doch jetzt wirklich in einem Bereich, indem man mal Freude verschenken kann. Und vor allen Dingen, wenn man auch ganz genau weiß, das ist jetzt nicht nur wie bei anderen Spielsachen vielleicht Freude für 5 Minuten, danach wandert es in die Ecke und was anderes ist dran, weil das Smartphone doch interessanter ist oder. Aber hier, so ein richtig rasanter Racer, der dann auch noch formschön ist und mit dem man auch so viel Spaß haben kann, weil das ist ja einfach auch ein Hammer hier, dass wir jetzt hier auch beispielsweise eine Fahrzeit haben, wo man wirklich mal schön sonntagsnachmittags mit spazieren gehen kann. Das ist einfach eine Wucht. Bestellnummer hier ist die NX1100, 180,41 €, unser Pearl TV Sonderpreis, aber vor allen Dingen auch versandkostenfrei damit, liebe Zuschauer. Versandkostenfrei unsere NX1100 und die 569, vor allen Dingen jetzt auch gerade lieferbar. Ey, ich habe eine heiße Perle Zeit gesehen. Ich gehe die mal aufreißen. Das war klar. Mit meiner BMW. Vivian hat sich wieder alles gekrallt und oh, Kathi auch da, hey! Du bist hier unsere wie heißen die an den Boxen? Ich will das böse Wort jetzt nicht sagen. Grid Girl, genau, Grid Girl Kathi. Also, alle dabei, viel Spaß!